Seid gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne. Beim letzten Mal habe ich unflätig über eure Mütter gesprochen. Dafür möchte ich mich heute entschuldigen. Denn ihr habt auch ganz schön geile Väter. Ja, mit denen würde ich es auch gern machen, aber. Es haben nämlich diverse eurer Väter haben mir geschrieben und sich beschwert, dass sie für ihr Alter immer noch ganz schön heiße Boys sind. So, nichtsdestotrotz werden wir jetzt tiefer hier in die Eingeweide dieses fabelhaften Ortes eindringen. Gut. Und wir gehen jetzt zurück zu dem Ort mit den ganzen Drakenblutrittern. Und in dieser Folge passiert auch ein Boss. Der Boss ist ein dummes Stück Scheiße. Eine alte, mistige Sau sozusagen. Aber genau das brauchen wir. Genau das braucht unsere Stadt. Eine alte, mistige Sau. So, hier ist der Bastard mit seinem kacken Mistschwert und seiner Faggotry. Der wird dann gebackstabbt. Kann ich nicht, weil ich zu dumm bin, ihn zu backstabben. Und dann sind wir zu dumm, um hier zu parieren und kriegen den Arsch voll und der tötet uns und läuft echt nicht so geil. Und dann sterben wir hier wirklich fast noch. Leck mich am Arsch. Hier stellen wir uns mal nicht hin. Komm, wir kriegen dich. Ach, verdammt nochmal. Er hat meine Ehre verletzt. Meine Ehre und mein Glied. Ja, was soll man sagen? Wenn man so beschissen ist und parieren, sollte man es vielleicht lassen. Es tut mir sehr weh. Es tut meinem Anus sehr weh. So, Anus ist ein anderes Wort für Banus. Wir ziehen uns den Ring hier an. Der erhöht nämlich unsere Finsternisverteidigung. Wir werden bald sehen, warum das wichtig ist. Und weil ich komplett renitent bin, werde ich nochmal versuchen, hier die ganze Bande von Arschfickern zu parieren. Arschfickern meine ich natürlich im besten Sinne. Oh hey, du alter mistiger Bock. Ah, jetzt haben wir den auch. Im besten Sinne meine ich das mit dem Anus-Penetrierer, weil das ist ja eine ziemlich unterhaltsame Angelegenheit, ne? Squadron? Wird Spaß. So. Manchmal ist es ganz gut, wenn man die Fresse hält. Dann kann man nämlich die Atmosphäre dieses schönen Ortes hier genießen. Und jetzt probieren wir etwas anderes zu genießen. Nämlich das hier. So, prima, das haben wir fein gemacht. Dann laufen wir in die Richtung. Und sammeln noch ein paar Items ein. Da sind Drakenblutritter. Eine wird uns jetzt verfolgen. Halt doch die Fresse, du alte Nudde. So, die alte Nudde ist dann gefallen. Wir kriegen hier Rebenheilsamen der Kneben. Gelätzernes Tetanit kriegen wir hier. So, du alter Lappen. Tja, du bist einfach zu klug für mich. Deine Klugheit ist einfach zu groß für mich. Für mich und für diese Stadt. Ach, diese Stadt. So, wir löschen hier unsere Heilsteine, denn wer es noch nicht mitbekommen hat, ich benutze die nicht mehr seit Folge 1 oder 2 oder so. Denn es gibt mehr als genug anderes Heilzeug und ja, sonst ist ja auch mal hier genug, ne? Das Spiel ist ja so schon relativ einfach. Für eine verfickte Faggot, die alle 5 Minuten stirbt. Wie mich. So, das hätten wir dann auch geklärt. Wir haben hier alles weggelootet. Wir haben alles weggelootet hier wie die... Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Da unten ist ein Gewese, ein Schneesenriesen. Können wir hier runterfallen, ohne dass wir heftig hops gehen? Ist das möglich? Could that be actually a possibility? I don't know such a thing. Wo sind wir denn runtergehüpft? Hier oben wahrscheinlich, ne? Oh, ich hab keine Ahnung, ey. Keine Ahnung! Dieses Spiel verwirrt mich. Hier müssen wir nämlich hin. Na... Ich alter Lappen. Ich muss da lang rennen und rüber hüpfen. Zap, zap, zerab. So geht das nämlich. Zap, zerab.
So. Werfen wir die Kartoffeln ins Klo und ziehen dann alleine und dann. Zap-Zarap! Zap-Zarap-Maschine. Kartoffeln verschwinden. So, hier ist Benhard auf Yugo. Menhard. Wir werden ihn natürlich nicht rufen, weil wir keine verfickten Faggots sind. Außer manche von uns, und das bin ich. Ellie Stahlherz ist hier, die würde ich nicht mal rufen, wenn das die letzte Ellie auf der Welt wäre. Und dann ändern wir den Ring, den wir haben, zu einem Ring vor unserer Zeit. Und dieser Ring heißt... Finsterquarzring plus 3. So, wie viel Zeit haben wir? Wir haben ungefähr noch 1000 Jahre. Nur 6 Minuten. Ich hoffe, das schaffe ich. Falls nicht, Arsch lecken. Bosszeit! Oh, alte Nutte. So, die alte Nutte hier, die teleportiert sich unter anderem. Und die setzt hier Flammenschweiß ein. Geiler Flammenschweiß. So, dann sorgt sie noch dafür, dass wir neue Bekannte kriegen. Und dann macht sie noch solche Scheiße hier. Also die Bekanntschaft wird dann ausgelöscht. Flammenschweiß! Der Flammenschweiß verursacht übrigens keinen Feuerschaden, sondern heftigen Finsternisschaden, weil das ist viel besser als Feuerschaden. Maul, also Sau. So, sie setzt im Grunde nur Finsternisattacken ein. Wenn wir die Skelette hier alle töten würden, dann würde sie einfach neu rufen. Dementsprechend fühle ich mich dazu verleitet, dass ich die... Oh Gott. Dass ich ein Skelett leben lasse, damit ich hier nicht gleich drei neue habe. All die Fresse, also Sau. Und mehr Flammenschweiß für uns. Jetzt teleportiert sie sich wieder und macht ihren Faggot-Scheiß. Dann knüppeln wir sie nochmal. Dann flüchten wir und heilen uns. So, die ist total beliebt, die alte hier, bei den meisten Leuten, weil die meisten Leute Vollidioten sind. Oh Gott. Oh Gott. Weil die meisten Leute Vollidioten sind und hier mit NPCs herkommen. Und wenn man NPCs ruft, ruft sie nämlich Fellstadt. Oder eine carbonfarbene Kopie von Fellstadt. Und ja, viel Spaß damit. Gott im Himmel, ey. Manchmal sollte man auch nicht heilen. Bist du alte geile Nudel. Ich heile mich hier nochmal. So, Flammschweiß hier. Wie heißt das? Flammschneise meine ich. Jetzt haben wir leider den einen getötet von mir. Das ist nicht schlimm. Wir haben gewonnen. Du alte geile Hure. So, der Bosskampf ist gewonnen und wir sind geile Nudden. Prima, toll gemacht. So, wenn ihr den Eid hier, wenn ihr hier für den Eid der Vorkämpfer nutzt, dann habt ihr meinen Respekt. Weil dann ist in die ganze Ecke zäher und ja. Hat gewisse One-Shotting-Probabilities beziehungsweise Combo. Möglichkeiten hier zusammen mit anderen verfickten Fickern, die hier alle auf euch einschlagen. Wie gesagt, sie kann Skelette rufen, sie teleportiert sich durch die Gegend, alle ihre Attacken verursachen Finsternisschaden. Sie kann Feldstadt rufen, eine Kopie von ihm, auch immer wieder, wenn ihr den also tötet, dann ruft sie den eventuell gleich nochmal. Und sie kann diese kleinen witzigen Schweinchen aus Majula rufen. Übrigens, diese Wand hier, ich habe mal irgendwann erwähnt im Drachenschrein, vor so einem kleineren Bildnis hiervon, dass wir das nochmal wiedersehen. Hier ist es. So. Kurze Lore-Erklärung zu der alten Nutte. Wir lesen mal ihre Seele durch. Das war Elana, eine der vier Töchter von Manus, dem Vater des Abgrunds und sozusagen dem Fürst der Finsternis, dem Fürst der Dunkelheit, dem Fürst der Dark Soul. Im Grunde dem, ja, und dem Ahnen der Menschheit, dem Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater aller Menschen. Seele der Untergangskönigin Elana, die neben dem schlafenden Drachen des ewigen Heiligtums ruht. Das Kind der Finsternis begleitet den Drachen und sammelt Seelen für den bevorstehenden Tag der Rache. Die vier Töchter von Manus, Manus hat man übrigens in Dark Souls 1 bekämpft und getötet, die vier Töchter sind aus den vier stärksten Emotionen von Manus entstanden. Eine dieser Emotionen war Zorn. Und sie hier, Elana, ist die Manifestierung des Zorns.
Mit ihrem Gesang, sie war die Frau, die hier permanent gesungen hat, in diesem Teil des Heiligtums. Mit ihrem Gesang hat sie den schlummernden Drachen Sin eben, ja, schlummern lassen. Permanent, damit sie seine Kraft, seine Energie von seiner Energie zehren kann. Und eben genug Kraft sammelt, um sich zu rächen und ihrem Zorn hinzugeben. So, Sin befindet sich hier hinter, den machen wir jetzt aber nicht. Dafür haben wir entschieden zu wenig Zeit. Stattdessen werden wir zurückgehen und ein paar Seelen auf den Kopf hauen. Unter anderem auch die von Elana. Wir haben jetzt noch 3 Minuten. So, dann geht's mal zurück. So. Da ist nur die alte Zibbe. I will always be at your side. Bear, Sixy, Blessed, Zen, Bear, Sixy, Blessed, Bear. So, wenn wir die Stärke erhöhen, dann kriegen wir nicht besonders viel dazu. Lohnt sich insofern kaum. Wir könnten hier was reinpumpen. Lohnt sich auch nicht. Uiuiui, ich hab keine Ahnung. Wir machen erstmal das hier. Wir kaufen uns Wurfmesser hier von der alten. So. Davon haben wir 9 Millionen. Könnten mehr Punkte hier reinhämmern. Ach komm, wir hauen hier mehr in Kondition. Die restlichen 38.000 Seelen geben wir dann für Köderschädel aus, denn davon haben wir noch einen. Und der wird in dem zweiten DLC, noch richtig, richtig praktisch werden. So, sitzt die olle Katze hier vorne? Ja. So, wir können endlich wieder was von der Leiche hier unten auf dem Boden kaufen. Oh Gott, ich habe fast das ganze Spiel durchgespielt und jetzt kann ich erst hier wieder was kaufen. Ist ja unfassbar. So, hier brauchen wir nichts mehr von und hiervon brauchen wir alle. Vielen Dank. So. Danke, Leichen, Waifu. Yomu arigato gozaimashita. So, Freunde. Das wäre das. Wir können noch mal mit ihm quatschen. Ja. So, er hat jetzt immer noch nicht die neuen Rüstungen, denn wir müssen eine gewisse Anzahl von Seelen bei ihm ausgeben. Ich glaube, jetzt sind es 11.000 oder so. Damit er sein Sortiment erhöht. Allerdings brauchen wir seine Seele nicht, deswegen kann er sich mal ins Knie ficken. So, Armbrust und Bolzen haben wir noch genug davon. Dann können wir mit ihr nochmal labern. Sie gibt uns die Genugtuung, dass wir alles upgradet haben. Denn wir brauchen von ihr im Grunde nichts mehr. Die Uhr ist jetzt auch hier mal am Durchdrehen. So, ich überlege gerade. Wir haben theoretisch jetzt Sin, den schlummernden Drachen, freigeschaltet als Boss und wir haben den weißen König freigeschaltet als Boss. Ich würde die ganz gerne noch nicht jetzt machen, sondern versuchen, in den zweiten DLC zu kommen. Der befindet sich hinterm Eisenschloss. Und da würde ich ganz gerne den ersten Boss töten. Das finde ich, glaube ich, besser. Ich kann da noch nicht hinkommen, damit der Schlüssel noch fehlt. Ich muss also rausfinden, wo der Schlüssel zu finden ist. Ich glaube, ich kriege den unten bei den Schluppis und Bluppis, bei den Feuersalamandern. Das heißt, ich werde wohl in der nächsten Folge darunter gehen, mir den Schlüssel holen und dann gehen wir in den zweiten DLC. Ich halte das für die sinnvollste Möglichkeit, die wir haben. So, bis zum nächsten Mal, Leute. Dann wahrscheinlich im zweiten DLC. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Elana wurde geraped von mir. Hat geraped mit ihr. Und bis zum nächsten Mal. Adios. Black Swordsman.